Hallo Leute und willkommen bei Timon. Was ist in einem Fidget Cube drin? Im coolsten Anti-Stress auf YouTube. Es gibt schon unzählige Videos mit ihm. Da musste ich ihn mir auch bestellen. In Videobeschreibung ist ein Link, da könnt ihr euch auch einen bestellen. Ich werde ihn heute auseinanderbauen und schauen, was drinnen ist. Fidget Cube ist ein geiles Teil und eignet sich für jede Altersgruppe, auch für Kleinkinder. Mir gefällt das Drehen am besten. Es ist medizinisch bewiesen, dass Knöpfe drücken beste Beruhigungsmittel ist und baut Stress ab. Es sieht aus, dass es ein leichtes Spiel für mich sein wird. Das war's. Ziemlich einfach, den aufzumachen. Das sind die Knöpfe, die sehen aus wie in einer Computermaus. Hier ist das Drehmechanismus. Leute, ich gebe auf. Ich weiß nicht, wie ich den auseinanderbauen soll. Obwohl, glühender Messer könnte mir helfen. In solche Situationen ist ein glühender Messer Gold wert. Ich habe das Stück Plastik, das den Fidget Cube zusammenhielt, einfach abgeschnitten. Jetzt können wir das Herzstück rausholen. Dadam! Hier ist das Ergebnis. Das Teil hält hier alles zusammen. Das ist ein Drehknopf. Hier ist der Schalter, den kann man auch rausholen. Was ist das für eine Metallplatte? Wir prüfen. Die ist magnetisch, also ist die aus Metall. Ich weiß nicht, was die für eine Funktion hat. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Hier sind alle Bauteile von Fidget Cube. Ein Drehknopf, 5 einfache Plastikknöpfe, Drehräder, und ein Schalter. Das war's, Leute. Wenn euch die Rubrik gefallen hat, dann liked das Video, teilt das mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald. An alle meine Abonnenten, ihr müsst auf das Glöckchen klicken, damit ihr informiert werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Danke, Leute. Thank you.